Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. Okay, wir gehen hier noch ein bisschen mit der Kampagne weiter. Haben jetzt eine Machtdemonstration vor uns. Schwierigkeitsgrad schon eingestellt, sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was das wird. Ohne das Kimoyo-Netzwerk müssen wir uns auf Meldungen der Bürger von Wakanda über Klaues Bewegungen verlassen. Wir brauchen das Netzwerk wieder online, Schwester. Ich arbeite daran, aber vorher wartet Takami, der leitende Wissenschaftler des Flussstamms, in der Nähe der Maschine auf euch. Seiner Meinung nach verursacht sie das korrumpierte Vibranium. Er wird euch mehr erzählen. Verstanden. Mr. Sarki, hier spricht Takami. Hören Sie mich? Wir hören Sie, Takami. Was ist los? Klaus Männer haben bemerkt, dass wir seine Maschine beobachten und uns umstellt. Wir sind unterwegs. Halten Sie durch. Takami hätte dafür nicht sein Leben riskieren sollen. Wie hätten wir sonst mehr über die Korrumpierungsmaschinen erfahren sollen? Ich hätte einen Weg gefunden. Das ist meine Verantwortung als König. Ja. Bisschen Verlust ist immer. So, es gibt eine ganze Menge mitzunehmen hier. Ich denke, das da hinten geht dann erst später, also holen wir uns hier mal die Sachen. Bleibt zusammen! Das ist ja gerade mehr oder weniger. Ups, auf einem Punkt. Klaues Männer haben sich in einer unserer Kulturerbestätten verkrochen. Wir müssen sie entfernen. Ja, aber erstmal hier noch Zeug rausholen, bitte. Gut, da haben wir da oben jemanden zum Befreien. Der Plan bleibt gleich. Besiegt sie! Diese Drohnen sind echt nervig, muss ich zugeben. Den Blatt, danke. Wakanda sehen und sterben. So, da bist du. Ich hasse es ja echt, wenn in Spiel mir die Sicht irgendwie eingeschränkt wird durch Gegner oder Buffs. Gut, dann hätten wir euch aber hier erstmal weg. Aber wir haben gesiegt. Ja, gerade weil wir gesiegt haben. Okay. Da war eins, da hinten haben wir eins und da hinten haben wir irgendwo eins. Okay. Kommst du da hoch? Nicht so wirklich. So, hätten wir hier Nummer zwei. Da möchte ich gerne hoch. Die Stätte ist wieder unter Wakanda-Kontrolle. Sehr gut, dann können wir uns da jetzt auch wieder ein wenig bedienen. Die holen wir auch noch raus. Hallöchen. Danke für eure Hilfe. Bast sei Dank. Savavari wird sie in Sicherheit bringen.
dann können wir uns die Kiste nochmal antun. Sonst war erstmal nix. Gut, dann haben wir als nächstes hier die Ecke noch. Ach, da wären wir auch hochgekommen. Naja, gut. Hat ja auch so geklappt. Ja. Ja. Na? Geht halt auch nur an den gedachten Dings hier. Aber immerhin gibt's eine Kiste. Na komm. So, öffnen wir den ganzen Spaß mal. Da kann ich echt gleich wieder auswechseln. Noch einen neuen Audio-Log, das ist cool. Sie werden es bereuen, den Panther herausgefordert zu haben. Lerne daraus. Jetzt könnte es ein fairer Kampf werden. So, weg mit dem ganzen Zeug hier. Ich rufe den Beatrice. Für eine Spinne, okay. Sehr schön. Wir sollten gehen. Ja, ich glaube, hier ist auch erstmal nichts Interessantes mehr. Leben auch glücklicherweise nicht so wirklich verloren. Ging ganz gut, der Kampf. Ja. Wir halten nicht mehr lange durch. Bleibt stark, Krieger. Euer König ist hier. Gepriesen sei was. Flussstamm, bleibt standhaft. So. Finischen wir euch mal weg. So, ich kann mir echt schön nach und nach wegfinischen hier. Alles klar, das war der Brutalo. Haben wir da noch jemanden? Die nächste Welle dann. Irgendwas schränkt schon wieder mein Sichtfeld ein. So, schönen einen nach dem anderen finishen. Vielen Dank fürs Mithelfen hier. Das ist Tor. Wir kriegen euch ja echt gut platt hier. Oh, wir haben auch gute Verstärkung hier.
So. Wiedersehen. Okay, langsam wird es doch ein bisschen schmerzhafter, aber zum Glück gibt hier noch Leben rum. Na gut, man kann vor den platt machen. Am Fuse sammeln! Los, los, los! Mein König, die Maschine ist da in dem Tunnel. Ich würde sagen, es handelt sich um irgendein Fracking-Gerät. Zum Abbau von Vibranium außerhalb des Hügels. Danke, Takami. Sie sollten ihre Leute zurück in Sicherheit bringen. Da macht das Zuschauen Spaß. Wie kommt ihr Volk ohne Kimoyo-Netzwerk zurecht, Waisenkönig? Du hältst dich für clever. Ich spiele seit 10 Jahren mit Vibranium herum. Natürlich kenne ich ein paar Tricks. Ihr Schwarzmarkt-Vibranium ist schlechter als das von Wakanda. Das stimmt. Warum bin ich wohl hier? Ja. Sieh mal erinnern. Aber gut, das ging natürlich auch ganz gut hier. Schade. Da oben wäre auf jeden Fall noch eine Truhe, die ich gerne hätte. Dann stoppen wir uns die mal. Hier unten dürfte noch irgendwas zum Mitnehmen sein. Okay, auch eine Truhe. Sehr gut. Scheint auch nicht sonderlich bewacht. Ups. Thor, du warst ein wenig im Weg. Sehr schön. Gut, dann haben wir alles. Einmal gucken, ob hier noch irgendwas gelagert wurde. Diesmal nicht. Dann schauen wir doch mal rein. Oh, ziemlich einen Umweg gemacht, wie das hier aussieht. Aber passt schon. Da oben scheint aber auch noch was zu sein. Das heißt, wir kommen da hinten rüber. Okay, dankeschön. Geht doch. Okay, auf zur Maschine. Hier wieder Zeug einzusammeln. Da es im Moment noch ruhig ist, nutzen wir das mal schnell aus. Noch mehr von Klaues Truppen. Na, das war nur eine Lampe, okay. Hier aber nicht. Alles.
Hier wird erstmal nichts geflankt. Mein Lieber. So. Gut, dass wir euch dann schnell mal ausschalten. Jetzt wissen wir zumindest noch, wo die Dings herkommen. Ja, haben wir die noch nicht ganz ausgeschaltet? Ich kann auch die Drohnen leider nicht anvisieren, wirklich. Naja, doch. Mir gefällt nicht, wie bequem es sich Klaue und seine Schergen schon gemacht haben. Sehr schön. Na, hoffe, dass ich mittlerweile was Besseres gefunden. Wir haben sonst auch nichts mitzunehmen hier draußen. Oder doch da hinten. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Ja. Ja! Ja, ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Gut. Na, ja, hier haben wir da. Was hat Klaue getan? Die Zerstörung hier. Wir bauen alles wieder auf. Wie immer. So, das hätte er fast getroffen. Gute Nacht. Wer hat mich denn da bei meinem Prügelangriff gestört? Tut mir das, könnte ich Kollegen dann kümmern. Na, Blackwood hat ja ordentlich was abgekriegt. Aber hier ist noch eine Kiste, die zum Glück schnell zu erreichen ist. Vielen Dank. Da sehe ich die anderen besser. Zumindest vom Dings her. Ja, und auch von den Werten tatsächlich. Okay. Ordnung. Hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Erstmal nicht, also geht's weiter. Da geht's dann ab. Es scheint. Da ist die Maschine! Mein Fokus-Untergrund-Schallemitter.
Wenn Sie mir kein Vibranium geben, nehme ich's mir. Sie können es versuchen. Ihr Fuse korrumpiert das Vibranium, das Sie unbedingt wollen. Einen vernachlässigbaren Anteil. Der Rest wird mir gehören. Visiert die Beine an! Das müsste ihn destabilisieren! So, ich brauche mal Leben, danke. Ah, das weiß ich ja noch nicht so ganz. Ich glaube schon. Oh, na gut, das zieht doch einen. Ist gerade ab. So, hüpfen wir durch die Gegend. Kann da meiner Black Widow wiederbeleben. Okay. Noch hält er! Über jedem Bein ist ein Mechanismus! Haltet sie auf! So, genau, willst du mal gerade finishen, um Lebensenergie aufzubauen? Vielleicht gar nicht so schlecht. Autsch. Okay, zweite Phase. Flamme davon? Ich glaube auch drei. Ja, ein Fehler im Entwurf, Klaue. Die Frequenz spulen. Autsch. Gut. Wenn ihr euch hier noch ein bisschen mit den Gegnern vergnügt. Müssen wir halt noch mal weiter hoch, oder? Du belebst schon wieder. Sehr schön. Ja. Gut, dann auf zur nächsten Etage. Da würde ich gerne oben bleiben. Hört mal auf zu schießen, ich muss mich gerade orientieren. Da geht's weiter. Okay. Ah, das ist dann aber hier mit Fernkampf. Okay. Au, 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 ich bin hier wieder. Nicht, bitte, nicht. Max Stun, ich möchte mich gerne bewegen, während ich sterbe. Dankeschön, weiter geht's.
Ja, ihr habt gerade echt sehr schlechtes Timing. Beziehungsweise ich. Ah, gut. Also greift ihr auch endlich mal mit ein. Sehr gut. Die Maschine hat ganz oben ihren Energiekern ausgeworfen. Um eine Explosion zu verhindern, wird leider nichts klappen. Männer, schützt den Kern! Hier ist noch tatsächlich was zum Mitnehmen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht noch machen. Weil das scheint dann doch so einigermaßen der Endkampf zu sein, habe ich den Eindruck. So, hier wurde doch gerade was angezeigt. Ich hätte das bitte gern wieder auf dem Radar, ne? Na? Oder ist es oben auf dem Ding drauf? Hm. Okay, das ist natürlich sehr praktisch. Hier oben ist halt nichts zum Heilen, ne? Weil ihr gerade tatsächlich ein bisschen abgelenkt seid. Aua, ich auch. Dieses wächst dann immer. Ich fürchte allerdings, die Kollegen schaffen es hier nicht rechtzeitig hoch, oder? Doch, dankeschön. Ich darf halt nicht nochmal sterben. Also, Leben einsammeln und weiter geht's. So, einer weniger von der Sorte. Ich wollte eigentlich da hoch, bitte. So, weg mit dir. Ich befürchte halt... Na komm. Meine Kollegen, dass sie so ganz hinkriegen, hier nachzuziehen, aber ich glaube, es reicht jetzt auch. Dieser Fuse ist am Ende. Ihr habt es geschafft. Die Korrumpierung der unmittelbaren Umgebung lässt nach. Dieser Fuse ist nur einer von vielen. Für den Moment. Ihre Gier wird nirgendwo hinführen, Klaue. Dafür werde ich sorgen. Da wir jetzt wissen, was das Vibranium korrumpiert, können unsere Leute die übrigen Fuses aufspüren. Bring unsere Leute nicht noch mehr in Gefahr. Ich werde die Fuses selbst finden und zerstören. Warum kannst du nicht einfach... Das ist ein Befehl, Schwester. Oh. Na schön. Alles klar, das soll es dann auch für diese Folge mal gewesen sein. Wir müssen mal noch die neuen Codex-Einträge an.
Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Absurd, sich um so etwas zu sorgen. Zu glücklich. Wie die Pointe eines billigen Witzes. Aber das Bild passt. Die letzten Wochen gehörten zu den glücklichsten, seit ich denken kann. Nein, nicht glücklich. Zufrieden. Ich arbeite mit den anderen und sehe endlich einen Sinn in etwas, das immer nur ein Fluch war. So stelle ich es mir vor, nach Hause zu kommen. Aber es beeinflusst den Hulk. Er ist anders. Er kommt zögerlicher, wenn ich ihn brauche. Wenn auch nur minimal. Niemand sonst bemerkt es, aber ich schon. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Und ich schwöre, er wirkt irgendwie kleiner. Vielleicht auch langsamer. Er ist emotional komplexer, als ich bisher anerkennen wollte. Wir sind verbunden. Gefühle in beide Richtungen. Und das Gleichgewicht hat sich verschoben. Zufriedenheit ist nicht das Gegenteil von Wut, sondern ihre Abwesenheit. Das ist meine neue Angst. Wenn es mir besser geht, verschwindet er dann ganz?